Jo Leute, was geht ab? Es ist Ostern und normalerweise ist es ja so, dass an Ostern schon so langsam der Frühling wieder kommt und das Wetter schön wird und so, aber irgendwie klappt es dieses Jahr überhaupt nicht. Also auf jeden Fall ist heute der beste Tag an diesem ganzen Osterwochenende und es regnet gerade. Aber hilft ja alles nichts, wenn man Bock hat, Fahrradfahren zu gehen, dann geht man halt Fahrradfahren. So ist es, Leute. Ich bin gerade auf dem Weg zum großen Flo. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Flo, Jasmin und ich. Und wir fahren heute zum Bikepark Dreiländereck bzw. zum Bikepark Aachen. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und dann werden wir uns mal diesen Spot angucken, der schon länger auf unserer Liste steht, aber irgendwie haben wir es bisher noch nie geschafft. Heute passiert hier nichts anderes als einfach nur Fahrradfahren. Und ich freue mich riesig drauf, Leute. Euch nehme ich mit. Let's go. Deine Perspektive? Ja, so. So, wir gucken jetzt mal da hinten in dieses, wir gucken jetzt hier mal rein. Leute, Flo hat hier die Räder fachgerecht. Oh Gott. Oh Mann, ey. Schichtsystem. Achso. Okay, let's go. Der Bikepark Dreiländereck liegt in der Nähe von Aachen und wird ehrenamtlich von einem gemeinnützigen Verein betrieben. Anders als bei kommerziell ausgerichteten Bikeparks geht es hier vor allem darum, ein Angebot für Mountainbiker aus der Region zu schaffen. Für Besucher, die nicht Mitglied im Verein sind, gibt es dann jährlich ein begrenztes Kontingent an Gastkarten, die ganz einfach über einen QR-Code gebucht werden können. Rasiert. Oben angekommen ging es erstmal auf den Starttour. Der ist nämlich die Ausgangsbasis für alle 6 Trails und wie sich bald herausstellen sollte, wohl eines der wichtigsten Elemente im Park. Okay. Los ging's auf den blauen und roten Lines, die schon im oberen Teil ziemlich viel Abwechslung bieten. Es gibt Wurzeln, kleine Sprünge und Holzelemente und so viele Alternativen, dass wir nie so richtig wussten, wo wir waren, aber irgendwie war es immer gut. Und so sind wir erstmal sämtliche Lines, die wir auf dieser Seite des Startturms finden konnten, abgerollt und waren ehrlich gesagt jetzt schon ziemlich baff, was hier auf wahrscheinlich kaum mehr als 50 Höhenmeter gebaut wurde. Okay, hier geht so ein Dings durch. Geil. Ja, ist gut. Hier ist irgendwas. Boah, Wurzelhausen hier. Auf dem roten Klenkes kamen sogar richtige Enduro-Vibes auf, mit teilweise hängenden Wurzeln und Steinen und ziemlich engen Kurven, an denen ich meinen Crash-Alarm testen konnte. Oh! Also auf entspannt, denn besonders steil wird's hier eigentlich nicht. Geht weiter. Ah, den fand ich eigentlich ganz geil. Jawohl, ich glaube, hier ist richtig. Auf der zweiten Runde haben wir dank Jasmin dann auch den richtigen Einstieg in eben diesen Trail gefunden. Und nach dem nächsten Uphill, der echt kurz und entspannt ist, sind wir auf der anderen Seite des Startturms runtergerollt und haben uns die rote Kavenzmann angeschaut. Die startet direkt mit einem kleinen Table und ließ irgendwie schon vermuten, dass es hier wahrscheinlich ein bisschen Airtime geben würde. Sind wir irgendwie nach rechts oder links oder irgendwas? Ja, alles voll einfach. Boah, ich bin viel zu langsam für alles hier gerade. Du musst richtig trampeln für ein paar Sachen. Ja, voll. Auch geil, die Sharkfin. Ja, die ist geil, aber ich war einfach zu langsam. Wie geht denn das hier weiter?
Das Ganze sah im oberen Bereich zwar ziemlich trocken aus, wurde dann nach unten hin aber so nass, dass wir die Leinen nicht wirklich weitergefahren sind. Unten angekommen haben wir dann allerdings eine interessante Entdeckung gemacht. Krass. Wo ist? Boah, guck mal da. Yo. Alter, das ist ein massives Ding hier, ey. Geil. Und natürlich gab es ab jetzt eine Mission. Oder besser gesagt, mehrere Missionen. Denn während der große Flo wohl kaum hier wegfahren würde, ohne diese Line geklärt zu haben, wollte ich mir wenigstens den ersten Double mal anschauen. Easy. Ich roll den rechts mal an. Kann sein, dass ich dann runterfliege. Ich glaube, es könnte klappen. Mit dem altbewährten Prinzip Handschlag und Peitsche war der Double jedenfalls kein Thema. Allerdings war das ja auch erst der Anfang der Line. Guck mal weiter, was danach kommt. Schon gute Hühnerleiter drin. Ja? Bestimmt 2 Meter hoch. Oh. Mhm. Oha, krass. Und tatsächlich war das nächste größere Feature, zumindest auf den ersten Blick, echt irgendwie ganz schön massiv. Yo, also das ist auf jeden Fall eine Nummer. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Übrigens waren wir auf dieser Line heute allein unterwegs und während wir hier auf den Features rumgeturnt sind, um uns das Ganze anzuschauen, hat immer mindestens einer von uns aufgepasst, dass die Strecke frei ist. Alleine sollte man sowas natürlich nicht machen, aber das versteht sich ja von selbst. Und Sprung! Jawohl! Mit dem großen Flo obendrauf sah das Ding allerdings immer noch hoch aus und ehrlich gesagt hatte ich, beziehungsweise mein Kopf, nicht vor, hier heute runterzuspringen. Und das hat sich auch nicht geändert, als ich die Line mal bis dahin rollen wollte und das Ganze mehr als holprig lief. Aber irgendwie passierte dann plötzlich das hier. Ja! Geil! Junge, das ist so geil, Mann! Hast du einfach durchgezogen? Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das Ding nicht wenigstens mal vorher angerollt bin, aber irgendwie fühlte sich das plötzlich so richtig an, dass ich nicht eine Sekunde daran gezweifelt habe, dass es klappen wird. Und diese Momente muss man ja auch einfach nutzen. Die zweite Runde war dann schon eine ziemlich runde Sache. Okay, das könnte auch funktionieren. Boah, okay. Aber? Ja, geht. Der nächste größere Double war mit ungefähr 8 Metern schon eher am Rande meiner Comfortzone. Hast du? Und auch wenn ich mir das grundsätzlich zugetraut hätte und der große Flo da entspannt drüber gesegelt ist, habe ich die zweite Bauchentscheidung des Tages getroffen und es gut sein lassen mit den großen Sprüngen. Aber ich habe gebremst. Ja, du hattest Mini-Hänger. Nice. Immer gut, ey. Ist immer gut. Weiter ging es dann auf einem ziemlich coolen Holzfeature, an dem es irgendwie für jeden von uns noch mal was zu tun gab. Und natürlich hatte der große Flo mal wieder eine Idee. Ich meine, was spricht bei dem Ding zum Beispiel gegen einen 180? Außer vielleicht das Gap oder die Geschwindigkeit und naja. Woo! Das wird. Junge, geil! Wir können ja jetzt noch einmal hochdrehen, nur eine Runde runterfahren oder so. Letzte Abfahrt mal, ne? Ja. Letzte Abfahrt. Nee, nee, wir sind da drüber weg. Ja, wir machen. Letzte Abfahrt. Okay, ich verfolge. Der Bikepark Dreiländereck ist einer dieser kleinen, aber feinen Spots, denen man das Herzblut, das hier reinfließt, an jeder Stelle anmerkt. Alles hier ist abwechslungsreich, detailverliebt und einfach spaßig gebaut.
Was uns aber wirklich komplett von den Socken gehauen hat, ist die Schwarze Schanz, die schon irgendwie massiv, aber gleichzeitig so smooth gebaut ist, dass sich auch die verhältnismäßig großen Sprünge einfach gut anfühlen. Ja, wir sind hier falsch. Das ist soweit korrekt. Das war wieder meine Schuld. Eine Line diesen Kalibers hätte keiner von uns an diesem Ort erwartet. Und ich kann es kaum erwarten, hier wieder herzukommen, wenn es trocken ist, um den großen Double und den Kicker noch von meiner Liste zu streichen. Dezent rutschig, Alter. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Alle Infos zum Park findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den Park besucht, dann denkt dran, ein Gastticket zu lösen. Denn dieser Spot hat es definitiv verdient, supported zu werden. In dem Sinne, genießt den Frühling und hört auf euren Bauch. Wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, macht's gut. Ciao.